Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Tut mir leid für meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich wollte heute mal was über mein Kiesler-Tool hier sagen. Ich habe in den letzten Monaten oder seitdem ich das Video über dieses Tool hier gemacht habe, so viele Anfragen bekommen, weil dieses Tool anscheinend sehr schwer zu kaufen ist oder nicht so oft vorrätig. Und ich glaube, viele sind auch abgeneigt, das Teil zu kaufen, weil es halt auch so teuer ist. Ich habe dafür damals 40 € bezahlt. Aber ich muss sagen, es ist das Geld wert, weil es ist halt wirklich Qualitätswerkzeug, ne? Auch wenn es wirklich nur sehr, sehr eingeschränkt einsetzbar ist. Es ist nämlich nur für die Simmerringe und ich glaube auch nur für die Piaggio-Roller. Ja, und deswegen, wenn man jetzt wirklich einen Piaggio-Roller hat oder mehrere und die dann selbstständig warten will oder auch mal öfter die Simmerringe austauschen muss, dann ist das natürlich eine sinnvolle Anschaffung. Und ich habe eigentlich nur Piaggio-Roller. Und ich hatte auch schon ganz, ganz viele Piaggio-Roller. Und deswegen habe ich mir das Teil auch gekauft. Sonst hätte ich es mir niemals gekauft. Ja, und ich wollte dieses Video jetzt machen, weil viele halt gefragt haben, weil sie es nicht kaufen können, weil es nicht mehr verfügbar ist oder weil sie es nicht wollen, weil es zu teuer ist, haben viele Leute mich halt nach den Maßen gefragt, weil im Grunde ist das Teil hier nichts anderes als ein Rohr, das natürlich die ja, perfekten Maße für den Einbau der Kurbelwellen-Simmerringe hat. Aber im Grunde würde es auch ein Rohr tun. Ich wollte einfach das Teil mal erklären. Wie man sehen kann, ist das hier nicht symmetrisch. Es gibt zwei Seiten. Und zwar hat man eine Seite. Ich glaube, das ist die Seite für die Entschuldigung. Für die Variomatic-Seite ist das, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, eine Seite ist für die Variomatic-Seite und eine Seite ist für die Lichtmaschinenseite. Ich glaube, das ist für die Lichtmaschinenseite. Oh Gott, ich habe es so oft gemacht, ich weiß es nicht. Genau, die Simmerringe sind auch verschieden groß. Ich sag mal, das ist jetzt die Variomatic-Seite. Und an der Variomatic-Seite ist der Simmerring ein bisschen größer und an der Maschinenseite, also Lima-Seite, ist der Simmerring ein bisschen kleiner. Deswegen ist das hier ein bisschen kleiner vom Durchmesser und das hier ein bisschen größer vom Durchmesser. Ja, hier in der Mitte ist es schön angeraut, ne, dass man auch einen guten Griff hat. Also da hat man sich schon wirklich was bei gedacht. Ne, dann hier noch schön Kiesler und schön Aluminium. Fühlt sich richtig cool an. Ja, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich habe hier so einen digitalen Messschieber und ich dachte mir, ich zeige euch hier einfach mal ein paar Maße. Und zwar, ich zeige euch einfach alles. Ich zeige erstmal so die ganzen Durchmesser. Also jetzt hier haben wir die Variomatic-Seite. Da haben wir einen Außendurchmesser von okay, man muss das so drehen. Messen muss man ja auch mal können, richtig. Da haben wir ungefähr einen Außendurchmesser von 34,68. Das ist natürlich auch im Kopf. Ich tue mal die Kamera ein bisschen richten. So ist es, glaube ich, besser. Genau, dann haben wir hier so einen Durchmesser von 34,6, ungefähr 34, im Schnitt 34,75 würde ich jetzt sagen, 34,7 ungefähr. Ja. Der Innendurchmesser liegt bei so, liegt bei
ungefähr 22,73. Ja, das ist die Variomatic-Seite, genau. Da habt ihr die Maße. So, dann kommen wir mal zur Lima-Seite. Außendurchmesser. Hier haben wir einen Außendurchmesser von ungefähr 28, ist schwierig, wenn ich so durch die Kamera gucke. Ich muss mal seitlich gucken. Ungefähr 28, ich würde sagen 28,6. So, dann haben wir einen Innendurchmesser hier von, ich gehe einfach alle Maße durch. Ihr könnt euch ja dann selber gucken, was ihr euch da rausnimmt. Nehmt einen Innendurchmesser von 22,56 oder 22,7. Ja, 22,7 ungefähr. Dann ist natürlich auch wichtig, die Höhe hier zu wissen, weil an der Lima-Seite hämmert man das ja so rein und das darf nicht zu tief an der Lima-Seite. An der Variomatic-Seite ist der Simmeringer bündig. Bündig. Deswegen ist hier keine Vertiefung. Und diese Tiefe muss man wissen, das ist wichtig. So, das mache ich mal hier mit. Wir haben hier eine Tiefe an der Lima-Seite von, so, ziemlich genau, 11,33 mm. Ich überprüfe das nochmal an einer anderen Stelle. Dann haben wir einen Durchschnittswert. So, 11,34. Das passt, das ist ziemlich zuverlässig. Genau, eigentlich war es das. Eigentlich muss man mehr nicht wissen. Ich würde empfehlen, wenn ihr euch im Baumarkt so ein Rohr kauft, dann kauft euch zwei Rohre am besten. Einmal ein Rohr mit dem Außendurchmesser und Innendurchmesser und ein anderes Rohr mit dem Außendurchmesser und Innendurchmesser. Und bei der Lima-Seite würde ich euch empfehlen, die Tiefe hier zu markieren, und sobald die Markierung dann an der Kante vom Gehäuse angelangt ist, einfach aufhören zu hämmern. Es würde gehen. Ich meine, die Variomatic-Seite ist kein Thema, es ist eh bündig. Das ist wirklich, dafür braucht man das nicht. Im Grunde ist es nur, ist die Seite halt ausschlaggebend und wichtig. Ja. Genau, ich überlege jetzt gerade, ob man noch irgendwelche Maße braucht. Das war eigentlich das Wichtigste, oder? Innendurchmesser habe ich, Außendurchmesser habe ich. Diese Tiefe habe ich auch. Hier braucht man eigentlich nur den Außendurchmesser, Innendurchmesser. Ja, das war es eigentlich. Ich habe das Teil jetzt schon seit, boah, ein paar Jahren locker. Und die Kamera stellt einfach nicht scharf. Das gibt es einfach nicht. Ich habe es bisher vielleicht 4 oder 5 Mal gebraucht. Und ich werde es bestimmt noch ein paar Mal in meinem Leben brauchen, weil ich denke, ich werde mir nur Piaggio-Roller kaufen. Ich habe jetzt einen Piaggio-Roller, die Energy Power. Und ich glaube, ich werde diesen Roller auch behalten, weil ich finde, das ist so für meine Erfahrungen irgendwie für mich der beste Roller, weil er halt luftgekühlt ist. Der hat einen guten Piaggio-Motor. Ich habe viele Ersatzteile, so auch Werkzeuge für das Modell. Ich kann es jederzeit komplett selbst reparieren. Und ja, deswegen denke ich, bleibe ich bei Piaggio. Und ganz ehrlich, im Grunde ist es egal, was für ein Roller man hat. Die Motor, es ist alles 50 Kubik. Es ist alles 50 Kubik. Und von der Leistung her ist es halt 50 Kubik.
Ganz einfach. Die Unterschiede sind halt Qualitätsunterschiede und die Haltbarkeit halt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, ne? Weil es immer wieder kommen halt Kommentare, ja, gib mir mal bitte die Maße, ich brauche das und so. So, hier habt ihr die Maße und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und sag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.